Als Landrat Christoph Scheurer in der vergangenen Woche die Kulturbeiräte im Kulturraum Vogtland-Zwickau berief, stand auch ein kleiner Spaßvogel im Mittelpunkt des Interesses. Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis hatte in ihrer Funktion als Mitglied des Kulturkonvents diese kleinen Zwitscherer als Dankeschön an die Beiräte verschenkt. So mancher geriet ins Staunen, als sie sagte, was der Planitzer Spaßvogel für einen berühmten Vorfahr hat. Den meisten Kulturbeiräten war der kleine Vogel sehr wohl bekannt. Dennoch demonstrierte die Zwickauer Oberbürgermeisterin noch einmal, welche verschiedenen Stimmungen der Spaßvogel ausdrücken kann. Von ganz traurig bis lustig und sogar hochnäsig ist alles möglich. Als sie aber verriet, dass der kleine Kamerad etwas mit dem Hollywood-Schauspieler Gerd Fröbe zu tun hat, waren einige erstaunt. Erfunden hat den Spaßvogel Gerd Fröbes Neffe Eckehard Baumann. Alles begann mit einem Kastanienbaum, in dessen Schatten sich schon der Schauspieler selbst ausgeruht hat. Also bei uns im Hof sind ja die Spielzeuge vom Himmel gefallen. Wir hatten einen Kastanienbaum im Hof, einen großen Kastanienbaum. Und da kamen jedes Jahr im Herbst die Kastanien gefallen. Da haben wir manchmal ein bisschen nachgeholfen, haben Knüppel hineingeworfen, damit wir endlich anfangen konnten, was daraus zu basteln. Und da wurde alles gemacht, unter anderem auch kleine Kastanien, große Kastanien, zwischendrin Streichholz. Im Kopf kam Streichholz rein, konnte man drehen. Da war schon das Vögelchen da, das Prinzip. Und dann ging Eckehard Baumann bei seinem Vater in die Lehre. Er wollte Drechsler werden. Schon nach kurzer Zeit bekam er von seinem Vater den Auftrag, etwas Eigenes zu drechseln. Und dann gleich noch im zweiten Monat, wo man dann schon etwas Übung hatte, sondern machst du mal das, was du aus Kastanien gemacht hast, aus Holz. Also im ersten Lehrjahr, im ersten Viertel, war der Spaßvogel geboren. Ja. Und dass es dann so ein Modell wird, was durch Jahrzehnte Bestand hat, das hatte keiner geahnt. Schön, ne? Ein kleiner Spaßvogel mit einem berühmten Vorfahr. Wobei der Vogel ja schon selbst eine kleine Berühmtheit ist. Ein willkommenes Mitbringsel für Freunde und Verwandte und dann noch mit einer solch Hollywood-reifen Geschichte dahinter.